Nicht mit den Füßen! Nein! Nicht die Handtuchen! Nein! Francis! Au! Machen, aber jetzt ist es wohl eher Rührei. Das ist interessant. Wenn jemand ein literarisches Werk als ehrlich bezeichnet, heißt das in Wahrheit allenfalls, dass es keinerlei ästhetischen oder intellektuellen Wert hat. Und geht euch zur Seite, den Arm weit über den Kopf. Und also ich würde nie im Leben Hund essen. Das sagst du nur, weil sie niedlich sind. Du wirst mir fehlen. Ich sollte in meinem Bett schlafen. Warum? Weil ich es gekauft habe. Ahoi, sexy! Ah, hallo. Bedank dich nicht ständig bei mir. Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass ich bei dir wohnen darf. Und damit du es weißt, meinen Dank bekommst du auf jeden Fall noch schriftlich. Mach dir keine Umstände. Ach, sag mal, hast du je so getan, als würdest du kämpfen? Wozu denn? Weil es lustig ist. Macht Spaß. Ist nicht mein Ding. Doch, das ist super lustig. Also, greif mich einfach an. Nein. Na schön, dann mache ich das. Lass das, hör auf mit dem Scheiß, verdammt! Tut mir leid, aber du musst dich schon lehren. Stopp, hör auf, hab ich gesagt! Oh, bitte entschuldige. Vielen, vielen Dank. Oh. Gut, macht ihr. Verdammte Scheiße, ihr habt geheiratet. Ja, genau. Was? Ja. Hey, gehen wir noch was trinken? Ich hab Durst. Kommt ihr mit? Hey, das war toll. Oh, danke, Ben. Ich stehe auf Dinge, die wie Fehler aussehen. Ja, ich weiß. Erinnert mich irgendwie an... Hast du die Ausstellung im Met gesehen? Über die Stoffe, die Matisse beeinflusst haben? Daran hat mich dein Stück erinnert. Nicht an die Bilder, sondern an die Textilien. Hm. Geht gar nicht. Wie ich? Nein, diesmal meine ich mich. Ah. Ah ja, Textilien. Aber das stimmt auch. Ich bin ja mit niemandem zusammen. Geht gar nicht, so oder so. Oh. Und wie sieht's inzwischen mit dir aus? Immer noch geht gar nicht? Du meinst, ob ich... Ach so, oh ja. Ja, mit mir geht gar nicht. So interessant und völlig... Ach, danke. Einfach wirklich alles rausgerissen. Ich bin dir wirklich sehr dankbar also dafür. Das sehen wir uns an. Das ist eine gewaltige Leistung. Eine tolle Bühne. Ja, sind eine Menge Leute auf der Bühne. Ich danke dir. Es war einfach großartig. Ich muss schon sagen, einfach unglaublich beeindruckend. Aber zu wem guckst du denn da andauernd? Das ist Sophie. Sie ist meine beste Freundin. Erzähl mir unsere Geschichte. Was nochmal? Wir werden die Welt erobern. Du wirst ein unglaublich zickiger Verlagsmogul. Und du eine berühmte Modern Dance Tänzerin. Hast du schon mal zum Spaß gekämpft? Ist nicht mein Ding. Oh, das ist super lustig. I know when to go. Lass das, hör auf mit dem Scheiß, verdammt! Tut mir leid, aber du musst dich schon wehren. Dann hör auf, hab ich gesagt. Oh, bitte entschuldige. Ich hab gefragt, ob du zu mir ziehst, du hast Nein aber gesagt. Aber ich kann nicht. Du kannst schon, du willst doch nicht. Und was machst du? Das ist schwer zu erklären. Weil du etwas so Kompliziertes machst? Weil ich es streng genommen gar nicht mache.
komm mit. Wohin? Aufs Klo. Echt? Machen wir das immer noch? Manchmal ist es gut zu tun, was man tun sollte, wenn man es tun sollte.